Die öffentlich-rechtlichen Sender nähern sich langsam dem Zustand der Sowjetunion vor Gorbatschow. Aber wer ist der Gorbatschow der öffentlich-rechtlichen Sender? Oder ist es das Internet, von dem die Sender jetzt glauben, dass es sie retten wird? Ja, also Martin Hagemann, schön, dass du dir einen Moment Zeit genommen hast. Die Idee ist, dass wir einmal die verschiedenen Positionen abklopfen der letzten 6 Jahre, die ja eigentlich filmpolitisch intensive Jahre waren, die sich damit befasst haben. Wie können überhaupt die Urheber, die Leute, die in einem vielfältigen Kino oder vielfältiger Bewegtbildkultur interessiert sind, politisch tätig werden, ihre Lage verbessern oder überhaupt auch eine Produktion garantieren, die diesem Anspruch noch entspricht? Du hast gesagt, dass es die Produzenten allein nicht machen können, sondern dass sie auch in Zusammenhänge geraten, in denen sie dekapitalisiert werden, hast du beschrieben, ist eigentlich der Ausgangspunkt deines längeren Gesprächs in der Blackbox 2013 gewesen. Was bedeutet Dekapitalisierung der Produzenten in kompakter Weise dargestellt? Wir haben seit 50 Jahren ein Filmfördergesetz. Dieses Filmfördergesetz führt sozusagen die Finanzierungsform Förderung in Deutschland ein. Vorher sind Filme ohne Förderung entstanden. Es entsteht dann in den 60er Jahren ein Manko an bestimmten Filmen. Dafür treten bestimmte Leute ein, Filmförderung einzuwerben. Diese Filmförderung gibt es dann erst im Kuratorium junger deutscher Film, dann in der FFA oder über das FFG geregelt. Im Prinzip gibt es das überall in Europa. Abgaben vom Kinoticket werden den nationalen Filmen zugeführt. Und um das zu machen, gibt es ein Gesetz, das heißt FFG. Und in diesem FFG werden dann immer alle 5 Jahre novelliert die Terms of Trade, die Bedingungen zwischen den einzelnen Player in der Branche im Grunde gesetzlich festgelegt. Und die Player sind? Die Player sind in dem Fall die Verwerter auf der einen Seite, die Kinos, später kommen dann die DVD-Welt dazu, dazwischen die Verleiher, die Middlemen und auf der anderen Seite die Produzenten / Urheber, die die Filme herstellen. Also Hersteller, Verleiher, Kinos am Anfang, dann kommt Fernsehen dazu. Die Sender, ja. Die Sender, vor allem die Öffentlich-Rechtlichen, später die Privaten, dann kommt die DVD-Wirtschaft dazu. Heute wird versucht, die Plattform dazu zu kriegen, in diese Finanzierungsform einzuzahlen. Netflix zum Beispiel. Genau. Mhm. Schon ganz am Anfang im FFG wird festgelegt, dass die Bedingungen, wie Filme verliehen werden, zuallererst den Kinos zugutekommen, dann von dem Geld, was übrig bleibt, 50% grob gesagt, nehmen sich die Kinos raus. Von den 50%, die dann übrig bleiben, nehmen sich 35% die Verleiher raus als ihr Honorar. Und von den übrig gebliebenen 65 der 50%, das ist der Produzentenanteil, wird dann aber erstmal das Budget der Herausbringungskosten rekuppt. So, das heißt, das ist Geld, was zu den Verleihern geht. Und also die Herausbringungskosten sind Kosten des Verleihers für Plakate, Kopien, Werbung. Und die dürfen das erstmal zurückverdienen aus dem Produzentenanteil, während sie aber selber schon 35% verdienen. So, das heißt, Filme, die extrem erfolgreich sind, sieht auch der Produzent irgendwann mal Geld, weil das sogenannte P&L-Budget zurückverdient worden ist. Filme, die mittelerfolgreich sind, weniger erfolgreich sind, am Boxoffice verdient der Verleiher und verdient das Kino immer noch Geld, während der Produzent kein Geld sieht. Du hast ein Beispiel gebracht, ein Film, der 10 Millionen einspielt, bringt trotzdem für den Produzenten null. Aber alle anderen verdienen. Das ist ja schon krass. Wir haben 2008, glaube ich, 5 oder 6 Besuchermillionäre gehabt, also Filme mit über 1 Million Zuschauer. Und von denen haben ganze 5 kein Geld an die Produzenten zurückgespielt, weil natürlich das Herausbringungsbudget, um 1 Million Zuschauer zu kriegen, auch dementsprechend groß ist. Erschwerend kommt dazu, dass wir in der Situation, in der Produzenten nicht mehr an der Kasse Geld verdienen können, sie natürlich nur von der Herstellung der Filme leben. So, und dann geht die Rechnung dahin, dass man sagt, dann mache ich doch lieber 2 Filme im Jahr. Weil dann lebe ich aus der Herstellung von 2 Filmen. Und letztendlich nähert sich das Modell der Filmförderung damit der klassischen Auftragsproduktion der öffentlich-rechtlichen Sender an. Weil ich als Produzent, auch wenn ich eine Auftragsproduktion mache, ja
im Prinzip nur meine kalkulierten Gewinn und meine kalkulierten HUs bekomme. Und die Urheber bekommen im Prinzip ihre Gage. Dann muss ich kurz nachfragen, also wenn du sagst, die Produzenten geraten ja damit in eine vergleichbare Situation wie sozusagen, also auf einem größeren Level, auch mit einem anderen Range, aber im Prinzip wie ähnlich wie früher Filmemacher, die eigentlich auch nur von einem Projekt gewisse Honorare, also während der Herstellung, erhalten konnten. Und dann hatten sie diese HUs, hast du gesagt, diese Handlungsunkosten, dann feststehende 8% oder 6%, je nachdem. 7,5%. Je nachdem. Und dann hat man einen feststehenden Satz und der betreibt im Prinzip die Firma. Aber wie du gerade gesagt hast, einen ernstlichen Gewinn. Also kann man auch als Produzent so nach der Devise, ich habe den richtigen Riecher gehabt, ich habe die richtigen Leute zusammengebracht, das Ding hat an der Kinokasse wirklich funktioniert, ich habe einen Gewinn und damit kann ich die Freiheit aufbauen. So habe ich das verstanden. Das ist auch dein Punkt. Was dich gestört hat, ist, dass dann die Freiheit, eigene Stoffe zu wählen, in diesem Modell völlig verloren geht. Ja. Und ich bin, jetzt mal etwas strukturell gedacht, ich bin der bessere Produzent, also der mehr Geld verdient, wenn ich meine Filme günstiger produziere, billiger mache als das Geld, was ich habe. Wie bei einer klassischen Fernsehauftragsproduktion, umso mehr Geld ich aus der Produktion rausziehe, umso besser geht es mir. Das ist nicht die Haltung grundsätzlich der deutschen Produzenten, aber das schleicht sich langsam ein. Das Ganze wird getrieben in einem System, was zur Hälfte von Förderung finanziert wird. Also wir haben eine Förderquote in Deutschland von annähernd 50% jetzt. Das heißt, alle deutschen Kinofilme zusammengenommen ist der Durchschnitt der Förderung 50% bei jedem Projekt. Die anderen 50% kommt aus dem Markt. Das sind Fernseh-Koproduktionsverträge, MGs der Verleiher. Oder auch Mindestgarantien der Verleiher und auch durchaus Auslandsverkäufe, Koproduktionen, die ich mache. So, das heißt 50%. Wie viel Prozent ist, also jetzt wenn man mal überlegt, 50% ist die Förderung, dann sind die Sender, soweit ich weiß, 15%. Circa, ja. Mehr gar nicht. Bei Kinoproduktionen. Nee, es waren mal 30, aber es sind inzwischen 30, im Durchschnitt nur 15, 17%. Das heißt, es gibt schon Verleiher, die, weil sie sich so, wie du vielleicht auch noch erläutert, so geschickt vertikal aufgestellt haben, eine MG, hast du gesagt, also eine Mindestgarantie reingeben können, dass sie sagen, für diesen Film tue ich schon mal so, gebe ich schon mal eine Million, weil ich glaube an den. Die natürlich später im ersten Rang zurückbekommen. Und dann, wie hoch ist so der Anteil von tatsächlichen Cash, der sozusagen durch, also aus dem Ausland reinfließt? Weil im Inland gibt es ja niemand, der Bargeld in deutsche Filme investiert. Doch, die Verleiher machen das. Also ich habe es auch gemacht. Du bekommst. Nein, dann gibt es die Eigenmittel und der Eigenanteil der Produzenten selber, der liegt zwischen 5% und 10%. Und dann kommen 15% aus anderen Bereichen, 15% wie zum Beispiel kommen inzwischen schon aus dem Ausland oder Product Placement, Marketing, Merchandising, was man machen kann. Also wir reden ja über alle Filme, wir reden nicht nur über die künstlerischen, wir reden auch über die großen und die werden natürlich auch über diese Formen finanziert. Also haben wir eigentlich jetzt so zwei Themen, die, glaube ich, sehr wichtig erscheinen. Man muss dann doch in diesem Zusammenhang fragen, also abgesehen von dem grundsätzlichen Problem, was kann man gegen die Folge machen, dass erfolgreiche Produktionen, also vernünftig erfolgreiche Produktionen beim Produzenten nie was ein Plus produzieren, überall sonst aber schon. Nie was ist nicht richtig. Oder? Wir haben eine Rückzahlungsquote bei den Förderern zwischen 5% und 10%. Ah, 2013 stand noch in der Blackbox, dass es gäbe immer nur die nebulöse Aussage, irgendwas unter 5%. Ja, das ist der Satz für alle Förderungen zusammengenommen und auch für die Entwicklungs- und Drehbuchförderung, die ja teilweise zurückgezahlt wird. Und die wird natürlich mit einem höheren Prozentsatz zurückgezahlt, weil die Projekte ja dann in die Produktion meistens gehen und ihre Förderung zurückzahlen. Aber wenn man alle Förderungen nimmt, liegt sie in Deutschland, alle Förderungen zusammengenommen, mal bei 5, mal bei 8, mal bei 4, aber nie über 10%. Also jetzt interessieren mich diese beiden Felder, die du gerade angesprochen hast. Also einerseits 50% der Förderung, da werden wir wahrscheinlich noch differenzierter drüber reden, was da das Problem ist oder wie die sich vielleicht weiterentwickeln kann. Und mit nur noch 15% Anteil an der Produktion von Kino-Koproduktionen üben die Sender über Gremienbeteiligungen und über die Kino-Koproduktionsregelungen einen ganz beachtlichen Einfluss aus. Also ästhetisch, weil sie in gewisser Weise dafür sorgen, dass die im Fernsehen, ich habe hier dieses Papier der Süßstoffdebatte, wir reden ja über Dinge, die sich in den letzten 20, 30 Jahren entwickelt haben. Und da gab es ja eine ästhetische sozusagen Engführung, um nicht zu sagen Gleichschaltung, die im Rahmen der Süßstoff, dann gibt es ein ARD-Papier, worauf sich alle geeinigt haben, alle ARD-Anstalten zum Beispiel zu sagen, wir brauchen immer positive Identifikationsfiguren, wir dürfen die Genres nicht vermischen, wir brauchen attraktive Milieus, also quasi eine gewisse Form von
Realismus der einfachsten Sorte propagieren, durchführen, produzieren und diese Ästhetik mit übertragen auf das, was dann eben im Kino-Koproduktionsbereich, sprich im Kino möglich ist. Also ich finde, das ist eine richtig weitreichende, also eine Gleichschaltung der ästhetischen Möglichkeiten. Die ja, da widerspreche ich. Ja, dann leg los. Also ich glaube, es ist nicht so einfach, dass man sagen kann, die Sender beteiligen sich über bestimmte Beiträge an den Filmen, beteiligen sich an den Förderungen. Sie zahlen ja in die Förderung ein, vor allen Dingen auf regionaler Ebene und sitzen dann in den Gremien. Dies mag hier und da einen Einfluss haben bei einer Förderentscheidung. Ich selber habe, muss ich klar sagen, bei Produktion, Kino-Koproduktion mit Sendern noch nie eine ästhetische Einflussnahme gehabt. Also ich habe noch nie einen Redakteur am Tisch sitzen gehabt, der gesagt hat, das Bild geht nicht, weil es zu weit ist, das Bild geht nicht, weil da was nicht erklärt wird. Ich glaube, das funktioniert subtiler. Ich glaube, Es funktioniert zum Beispiel darüber, dass das Publikum nicht mehr im Fernsehen bestimmte Sachen zu sehen bekommt, dass diese Filme zwar produziert werden vom Fernsehen, aber in so geringem Maße letztendlich, dass es nicht weit ins Gewicht fällt in Deutschland. Ich kann zum Beispiel sagen, die ARD gibt 0,3% ihres Etats für Kino-Koproduktionen aus. Das dänische Fernsehen 3,5% ihres Gesamtetats. Das ist eine sehr wichtige Zahl. Und das heißt, es wird wenig gemacht. Und das, was wenig gemacht wird, wird, außer es ist der Medikus oder das deutsche Sommermärchen, werden diese Filme dann um 1 Uhr nachts gezeigt oder sie werden auf Sendeplätzen gezeigt, die keine große Rolle spielen. Das Einkaufsvolumen von europäischen Arthouse-Filmen ist stark zurückgegangen. Das heißt ganz einfach, das Fernsehen immer noch als Hauptrezeptionsquelle für Bewegtbild in Deutschland zeigt diese Filme nicht mehr. So, das heißt, das Publikum entwöhnt sich auch bestimmter Filmsprachen, bestimmter Ansätze und Ästhetiken und dadurch wird das Kino geschädigt. Also wenn ich das im Fernsehen nicht mehr zu sehen kriege, komme ich auch nicht mehr auf die Idee, in neuere Filme ins Kino zu gehen. Da sehe ich ein viel größeres Problem drin, als dass jetzt der einzelne Redakteur dir sagt, also das wird jetzt hier anders geschnitten. Da möchte ich auch kurz widersprechen. So direkt habe ich es gar nicht gemeint, weil das wäre ja unelegant. Es ist, glaube ich, eher so, dass verschiedene alternative ästhetische Möglichkeiten, wie zum Beispiel mit Genres zu arbeiten oder Genres geschickt zu mischen, also oder einen modernen Begriff von Doku-Fiktion zu haben, also genau das Gegenteil von dem, was der NDR Doku-Fiktion wird gar nicht mehr in Erwägung das gezogen. Das ist gar nicht mehr in Erwägung und vor allem die Personen dafür sind schon vor 20 Jahren aus den Sendern rausgegangen. Genau. Mit denen man sich jetzt noch einen Deal machen kann, das ist keine Frage. Keine Frage. Das ist im aber Canyon schon auf eine Art. Keine Frage. Nur das kann ich sozusagen innerhalb des Systems, innerhalb meiner Rundfunkräte, innerhalb meiner politischen Arbeit und wie auch immer, kann ich gar nicht mehr ändern. Das ist tot, das ist vorbei. Also das ist die Wüste oberhalb des retrorealistischen Canyons ist tot, müssen sie wiederbeleben. Leute, die solche Filme machen wollen, müssen sich ihr Geld woanders suchen, müssen neue Produktionsweisen entwickeln und dann, das ist für mich das Wichtigste, ihr Publikum wiederfinden, den Dialog mit dem Publikum wieder aufnehmen. Und wo man den aufnimmt, wie man den hinbekommt, das ist die große ungelöste Frage, weil jetzt kommen die Förderer ins Spiel, die ja durchaus diesen Formaten hier und da, dort und mal ein bisschen, mal mehr, darf ich ganz die kurz Möglichkeit dazwischen fragen, geben. Weil das habe ich eigentlich nur noch erlebt, im krass formuliert, teilweise im BKM, aber auch im kleinen Gremium, im Gremium 2 der Hamburger Filmförderung. Das war ja eine Weile lang das einzige Gremium noch in Deutschland, wo keine Fernsehleute drin waren und wo auch eine Fernsehbeteiligung nicht gefordert wurde, um einen Film zu machen. Da war es noch möglich, Formen auszuprobieren oder am Leben zu erhalten, die jenseits dieser, sagen wir mal, eng gefassten Ästhetik möglich waren. Mhm. Du bist ja auch irgendwie involviert in der Filmförderung Hamburg. Darf ich dich fragen, wie du das findest, dass da jetzt ausgerechnet aufgrund von Feinregelungen mit Schleswig-Holstein, bürokratischer Art, bei der Zusammenlegung von Hamburg und Schleswig-Holstein zu einer Filmförderung, jetzt plötzlich auch zwei Fernsehleute an der Stelle von Produzenten und Filmautoren drin sitzen. Ist das ein politisches Ziel, wo du uns unterstützen würdest und würdest sagen, wir fänden das schon besser, wenn die Fernsehleute sich aus diesem Gremium 2 zurückziehen würden? Also ich fordere grundsätzlich, dass Fernsehen in Fördergremien nicht zu suchen hat. Ich bin aber auch grundsätzlich der Meinung, dass Fördergremien nichts mehr mit der Entscheidung zu tun haben sollten, welche Filme gemacht werden. Weil
da jetzt ein Fernsehmann mehr oder weniger drin sitzt oder ein schwächerer Regisseur argumentativ oder ein stärkerer Redakteur argumentativ. Gremien haben die Tendenz, sich Kompromisse zu bauen. Gremien haben die Tendenz, den kleinsten gemeinsamen Nenner erstmal zu bedienen, um dann noch Ausnahmen sozusagen Möglichkeiten zu geben. Und ich fordere deshalb jenseits der Gremiendiskussion, wer in den Gremien zu sein hat oder wer dort sitzen sollte oder wer dort nicht sitzen sollte, ich fordere die Abschaffung der Gremien. Ich glaube, dass wir... Vielleicht in zwei Schritten. Erstmal vom Fernsehen befreien und gucken, ob sich dieses oder jenes positiv entwickelt, während die alle aber wissen, dass sie sich umorientieren müssen, weil die Gremien mittelfristig dann abgeschafft werden. Was ich vermisse ist, dass wir auf der kommerziellen wie auf der künstlerischen Seite, um diese Trennung mal aufrechtzuerhalten, überhaupt nicht darüber reden, überhaupt nicht darüber diskutieren, was eigentlich Erfolg ist und was nicht Erfolg ist. Und ich glaube, dass wir, wenn wir mit öffentlichem Geld umgehen, wenn wir öffentliches Geld sinnvoll einsetzen wollen, wenn wir dem Senderauftrag folgen wollen, wenn wir dem Auftrag, der mit diesem Geld verbunden ist, folgen wollen, helfen Gremien nur in ganz bestimmten Randbereichen, wie Debütfilmen, wie vielleicht ganz speziellen künstlerischen Ansätzen, so wie es das Medienboard zum Beispiel macht, die einen eigenen Topf haben, nur für künstlerische Filme, die überhaupt nicht sich über die Auswertung, über Kino oder wie auch immer Gedanken machen müssen, die einfach erstmal gemacht werden sollen. Aber der Großteil der Filme ist ja doch noch immer gedacht, dafür ins Kino zu kommen und danach ins Ausland zu gehen. Und wir haben auf der kommerziellen Seite ein relativ einfaches Kriterium, das ist das Box-Office. Auf der künstlerischen Seite haben wir ein anderes Kriterium, was sich ausgelebt hat, meiner Meinung nach, das ist die Festivalteilnahme. So. Hat sich auch ausgelebt, ist ja auch ein sehr routinierter Festivalzirkus geworden, der auch genau das Brötchen liefert, was und man wenn bestellt. Wenn die Branche mit diesem Geld verantwortlich umgehen würde, würde sie sich zusammensetzen, würde sich Gedanken darüber machen, was für Filme brauchen wir, was für Filme wollen wir, würde Kriterien festlegen, würde diese Kriterien in einer automatischen Förderung anwenden und würde dann nach zwei Jahren, drei Jahren das evaluieren, würde sagen, okay, offensichtlich bekommen wir es nicht hin, diese oder jene Filme mit diesen Kriterien zu unterstützen. Lass uns die Kriterien ändern. Das hätte den großen Vorteil, wir würden nicht mehr über Inhalte reden. Das hätte den großen Vorteil, wir würden nicht mehr über einzelne Projektvorschläge reden, an denen Leute ein, zwei Jahre gearbeitet haben. Und dann sitzt da so ein Gremium, hat 60 Drehbücher auf dem Tisch und hat genau 5 Stunden Zeit, sich über 10 zu fördernde Filme zu einigen. Dieses Missverhältnis muss abgeschafft werden. Deshalb bin ich gar nicht mehr für Gremien, sondern bin für einen Automatismus. Weiß aber, dass das bis auf wenige Ausnahmen von im Prinzip allen meinen Kollegen und Kolleginnen abgelehnt wird. Also auch in der Produzentenallianz, ja, oder? Es wird überall abgelehnt, weil man sich natürlich im System eingerichtet hat, weil man im System nur im System überleben kann und deshalb lieber den Regeln des Systems folgt, sie dort so gut wie möglich bedient und versucht, sich seine kleinen Freiräume zu schaffen, aus denen dann die allgemein anerkannten Ausnahmen pro Jahr hervorgehen. Da ist dann mal eine Cannes-Teilnahme dabei, da ist dann mal ein Film, der für Aufsehen in den Feuilletons sorgt und schon klopft sich alles auf die Schulter. Und es gab sogar 3 Emmys letztens aus der Nico Hoffmann-Fraktion. Auf der Fernsehseite gibt es die Emmys und eigentlich sieht dann alles so gut aus. Und die Studenten-Oscars spielen dabei eine ganz besondere Rolle. Man kann sich ja regelrecht als, man könnte sich als Filmhochschule, du bist ja auch in der Filmhochschule, ehemals HF Konrad Wolf, jetzt HFF Konrad Wolf, jetzt Filmuniversität Babelsberg. Da weiß man ja, dass... Um einen Schlenker zu machen, wie schätzt du das ein, diese Oscar-Orientierung? Also man kann ja sozusagen eine Kaderschmiede für Studenten-Oscars machen. Man weiß ziemlich genau, was von Deutschland erwartet wird in Hollywood. Und wenn man sich mal es gibt ab und zu auch Überraschungen auf dem Feld, aber im Prinzip ist das ja, ist das denn die Alternative dazu zu sagen, wir liefern jetzt genau diese Mischung aus interessanten politischen Botschaften und einer gewissen formalen Erneuerung, aber immer hundertprozentig unambivalent und eindeutig zu verstehen und sagen, diese Studenten-Oscars sind unser Ziel. Das kann ja eigentlich auch für eine Ausbildung von Leuten, die aus dieser schwierigen Situation heraus was Überraschendes machen, keine Lösung sein. Also ich kenne keine Hochschule in Deutschland, in der... Im Curriculum steht Ausbildungsziel, es den Oscar zu gewinnen. Er steht nicht da im Subtext. Gut, der Subtext wird ja an den Schulen, wird bei euch nicht anders sein, ja
sozusagen diskutiert, das Curriculum wird diskutiert. Natürlich wird versucht man, den Spagat hinzubekommen zwischen Ausbildung und künstlerischer Freiheit. Wir diskutieren das tatsächlich nicht, weil wir ein Gremium haben, aber das wäre vielleicht auch noch eine Frage zu deinem Gremium-Argument. Wir haben ja jetzt also ziemlich bei den Lehrenden eine Struktur, dass die einzelnen Lehrenden bestimmte Entscheidungen individuell treffen und wir verzichten auf Konsensgremien. Das heißt, man könnte auch durchaus Gremien bilden, zum Beispiel im Nachwuchsbereich oder auch in der Förderung, wo Einzelne sagen, also aus meiner Perspektive, so wie so eine Carte Blanche, also das ist das Gremium, aus meiner Perspektive ist es dieser Film und es ist dieser, es wird diskutiert, aber man kann das individuell entscheiden, man muss keinen Konsens machen. Ist da noch eine Rettung? Jetzt springen wir ein bisschen hin und her, verlassen wir wieder die Hochschulen. Wir verlassen jetzt die Hochschulen in diesem Moment. In der Gremienfrage wird viel diskutiert. Es gab in Berlin das Modell und gibt ja das Modell der Intendantin, die ja diese Carte Blanche hat. In dem neuen Koalitionsvertrag in Berlin steht jetzt drin, dass das Medienboard beauftragt werden wird, experimentelle Formen der Filmförderung auszuprobieren. Konkret ist damit gemeint ein Papier der Grünen, die demnächst das Losverfahren einführen wollen, dass die Förderung verlost wird für ein bestimmtes Segment. Okay, in dem Bereich ist keine Hoffnung. Das heißt, glaubst du, ich habe mal anders gefragt, du hast ja eben eine relativ radikale Position aufgemacht, zu sagen, diese Gremien müssen weg, wir brauchen Automatismen, deswegen hast du dich auch mehrfach schon für den Deutschen Film- und Fernsehfonds eingesetzt, als Struktur, die diesen DFFF, die diesen Automatismus. Mit Fernsehen nichts zu tun, Deutscher Film. Deutscher Film- und Filmförderfonds. Entschuldigung, Deutscher Filmförderfonds, also das ist sozusagen, zu bestehenden Produktionen kommt einfach automatisch was drauf. Ich gebe Geld aus und dafür zahlt der Staat mir einfach 20% zurück. Und du musst für die Rationalität der 80% bist du als Produzent selbstverantwortlich. Das ist eigentlich eher ein Modell, was du gerne vergrößert sehen würdest. Siehst du zwischendurch, wenn man jetzt über Förderung spricht, auf dem Weg dazwischen vielleicht, weil also ich habe ja auch sozusagen, ich würde zum Beispiel sagen, die Halbierung der Senderbudgets und die andere Summe in ein zukünftiges Projekt, das ist eine vernünftige Forderung. Zugleich ist es auch eine unvernünftige Forderung, weil die nicht sehr realistisch ist. Siehst du denn auch, und du sagst, die ganze Branche ist dagegen, das heißt, du kannst das nicht durchsetzen. Ja. Also das heißt, lehnst du dich jetzt zurück und sagst, ich habe recht gehabt, aber die sehen es ja nicht ein. Oder gäbe es in Bezug auf die Förderung, bevor wir später über das Fernsehen sprechen, andere konkrete Schritte, die man angehen könnte? In einzelnen Städten, in unterschiedlichen Regionen unterschiedlich. Oder jetzt zum Beispiel bezogen auf Hamburg. Nein, ich bin da nach der jetzigen Novelle, die am 01.01.2017 in Kraft tritt und an der viele Verbände auch versucht haben, innovative Elemente einzubringen, die aber letztendlich bis auf die jetzt demnächst genderparitätische Besetzung der Gremien und einer Empfehlung, sozialverträgliche Budgets nur noch zu fördern, aber es ist nur eine Empfehlung, eigentlich nichts Neues bringt. So, Sender, da muss ich mal nachfragen. Also du sprichst aber jetzt von der Novelle des FFG, Filmfördergesetzes, die sozusagen so eine Art Rahmenvertrag ist, der maßgeblich ist auch für die Ausgestaltung von diversen Länderfilmförderungen. Ja, das ist heißt, so ein bisschen das Leitgesetz. Also das Gesetz regelt eigentlich nur die Abnahme der Kinoabgabe und anderer Player, die eben Geld in die FFA einzahlen und regelt, wie dieses Geld auszugeben ist. So, in Gremien zu bestimmten Bedingungen zwischen Verleihern, Produzenten und auch Urhebern, hatten wir vorhin drüber geredet. Und da es ein Gesetz ist, wird es gerne von den Politikern in den Ländern sozusagen als Orientierungsmaßstab genommen und viele Sachen, die dort festgeschrieben sind, wie zum Beispiel die Auswertungsfenster, dass man eben Filme hier in Deutschland nur in einer bestimmten Reihenfolge auswerten darf und so weiter und so weiter. Das wird alles von den Förderern zum größten Teil übernommen. Und insofern versucht man immer über die alle 5 Jahre stattfindende Novelle Impulse in dieses System zu geben, was in diesem Jahr total misslungen ist. Du hast dich da einige, soweit ich das richtig erinnere, hast du dich eine Weile auch in Zusammenarbeit mit Maria Köpf in diesem Gremium engagiert, dass die möglichen Varianten einer Novellierung des FFGs auch diskutiert hat. Ne? Ich glaube, über die Produzentenallianz oder noch in einem anderen Zusammenhang. In der Deutschen Filmakademie vor allen Dingen. Also in der Produzentensektion der Filmakademie. Genau. Okay. Und
Ja, aber diese Innovationsversuche sind gescheitert, sind komplett gescheitert. Der deutsche Film wird die nächsten 5 Jahre mehr oder weniger unter den gleichen Bedingungen gefördert, bis auf das eben erwähnte Losverfahren, was Berlin jetzt einführen möchte für eine kleine Summe Geldes experimentell. Na gut. Wird es keine größeren Änderungen geben. Mhm. Ich glaube, dass das so fatal ist, weil man darf nicht vergessen, dass die deutsche Filmbranche 15 Jahre lang nichts novelliert hat, weil die Leute, die einzahlen, vor allen Dingen die DVDs erst und dann die großen Kinoketten, ja gegen dieses Gesetz geklagt haben. Und solange sie 15 Jahre haben sie gegen dieses Gesetz geklagt und in der Zeit durfte nichts geändert werden. Mhm. Und insofern sind wir jetzt ungefähr, wenn diese nächsten 5 Jahre jetzt anbrechen, sind wir demnächst bei 20 Jahre nicht geänderten Vorgaben in einer Zeit, in der sich die gesamte Branche so verändert hat wie noch nie in der Filmgeschichte zuvor. Mhm. Und das kann vielleicht einfach nicht gut sein. Einführung des Tonfilms. Aber wir also. Die Digitalisierung ist mehr als sie also wird einen größeren Impact auf die Bewegtbildbranche haben, hat jetzt schon einen größeren Impact als die Einführung des Tonfilms oder Farbfilms. Das kann man jetzt schon ganz klar sagen. Es hat was mit dem Medium zu tun. Das Medium ist nicht mehr analog, sozusagen hier in diesem Kino, wird angeliefert, ist damit aber nur noch im Kino zu sehen, sondern wir haben einfach jetzt zu jeder Zeit die Möglichkeit, jeden Film zu sehen. Und das ändert alle Bereiche, alle Geschäftsbereiche. Ja, und auch sozusagen auch das Bild ist nicht mehr etwas, was irgendwie kameramäßig gesichert ist, indexikalisch, wie man sagt, sondern es ist etwas, ist eigentlich eine Fläche von Pixeln. Das heißt, man muss ja eine ganz, und wir leben zugleich, wie wir jetzt ja merken, nicht nur in postdemokratischen, sondern zusehends postfaktischen Zuständen. Bullshit-Begriff. Ne? Postfaktisch? Ja, völliger Bullshit. Ist, glaube ich, ganz, also. Naja, aber ist egal, ist ein anderer Bereich. Natürlich gibt es Fakten und die wird es auch weitergeben. Und ja, wenn man die negiert, aber, ist es eine Frage der Öffentlichkeit. Würdest du nicht sagen, dass man, dass also ich habe den Eindruck, dass es, sagen wir mal, eine Verschiebung gibt. Zwischen klassischem Journalismus und überprüfbaren, also Leuten, die überhaupt noch die Lebenszeit haben, Fakten zu überprüfen. Du weißt es ja, wir sind dabei in einer etwas privilegierteren Situation, aber mein Eindruck ist, dass das mit dem Postfaktischen vielleicht gemeint sein könnte, dass eine ganze Menge Leute gar nicht mehr die Lebenszeit, den Medienzugang haben und sich sozusagen in Nischen zurückziehen, die durch das Digitale immer mehr eigentlich nur sozusagen die Informationen zurückspiegeln, also ihre Lebenswelt, in der sie unterwegs sind. Und da kommen Fakten nicht mehr so richtig durch. Also ich meine, wir haben es doch jetzt gerade in der Wahl in Amerika ganz gut gesehen, denke ich. Gut, das ist eine ganz andere Diskussion. Du findest den Begriff dafür nicht geeignet? Den Begriff halte ich für völlig ungeeignet. Ich glaube, dass wir mit einer Wie steht es um Postdemokratie? Mit einer massiven Verschiebung unserer Medien halt zu tun haben. Und das ist eine Revolution. Und in dieser Revolution gibt es in jeder Revolution erstmal 5 bis 10 Jahre komplette Konfusion und Neuorientierung. Und jeder, der heute sagt, das Kino wird in 5 Jahren noch genauso aussehen wie heute, lügt. Auch jeder, der dir sagt, wie es aussehen wird, lügt auch. Und insofern befinden wir uns einfach auf einem Schlachtfeld im Moment. Und da zählen Fakten am Ende immer noch. Ob sie dann so leicht zu erkennen sind und wer sie erkennt und so weiter, das... Gut, also das nehme ich jetzt mal als Hoffnung auf, ja, dass Fakten am Ende immer noch zählen, weil das bringt uns ja zu dem Thema der Frage der Transparenz. Was passiert mit diesen 8 Milliarden Euro, die in Deutschland eingesammelt werden, für die Sender, also noch für 8 Milliarden? Okay. Ne? Was passiert damit? Inwieweit kann man da Fakten überhaupt... Hat man Zugang zu Fakten, erhält Informationen, die sozusagen demokratisch überprüfbar machen, was wird da gemacht? Weil wenn es jetzt darum geht, dass wir in einer konfusen Situation sind, dann haben wir es ja doch mit mächtigen Playern zu tun. Wir haben es ja auf der einen Seite mit Kapitalkonzentrationen und Leuten zu tun, die so einen Markt auch einfach mal mit viel Geld, was sie reinpumpen, übernehmen können für eine Weile. Und wir haben es auf der anderen Seite eigentlich... Von welchem Markt sprichst du jetzt? Wenn man jetzt vom deutschen, sagen wir mal, Bewegtbildmarkt spricht, dann haben wir es ja damit mit
Playern zu tun, die sehr stark kapitalisiert sind und die über neue Techniken verfügen. Und wir haben andererseits, sagen wir mal, ja, zum Beispiel Netflix oder das klassische Hollywood mit den bestehenden Vertriebsstrukturen, den vorhandenen Multiplex-Kinos oder Apple, die zum Beispiel sagen, wir bauen eine Lebenswelt und es wird irgendwann für einen gewissen Anteil ganz normal sein, dass die auf iTunes ihre Filme bestellen. Und dann haben wir da die Konkurrenz von Amazon, die ihre eigene Lebenswelt hat ja nicht umsonst jetzt das Fire TV. Also sozusagen, wir haben eigentlich aus der digitalen Industrie her und aus dem klassischen Kino sehr Player, die international operieren, für die Deutschland einfach nur ein Land unter vielen Ländern ist, wo sie ihre Marktanteile untereinander aushandeln. Und wenn wir da jetzt eigentlich feststellen, so als Einzel-Kleinsegler mit einem Mast, ist man da eher verloren. Dann haben wir doch in Deutschland immerhin ein öffentlich-rechtliches System mit einem Auftrag, aktiv auf sowas zu reagieren, also eine Bewegtbildproduktion kulturell zu garantieren, so verstehe ich das jedenfalls, die auch die Demokratie stützt. Mhm. Und dann kann man darüber reden, ob ein Bericht über Kultur Kultur ist oder ob Kultur nicht eher das ist, was man Bewegtbild macht. Ich würde sagen, das Erste ist keine Kultur, sondern das ist Journalismus. Und Journalismus sollte unterschieden werden, muss es auch geben, aber ist was anderes. Und die Frage ist, das hast du ja auch untersucht, also wir haben da unterschiedliche Zahlen, da würde ich gerne nochmal drüber sprechen und da gibt es auch verschiedene Statements von Bettina Reitz zu, wie viel Spielraum die Sender vor lauter Pensionszahlungen überhaupt noch haben. Aber Tatsache ist, wir haben jetzt über Fakten, postfaktisch oder Transparenz gesprochen, wie kann man diese 8 Millionen demokratischer und innovativer verwalten als im Augenblick? Beide Bereiche, öffentlich-rechtlicher Rundfunk öffentlich-rechtlicher Rundfunk und Filmförderung sind klassische gesellschaftliche Felder, in denen die Politik im Prinzip bestimmten Playern, sei es Förderung, sei es öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, eine bestimmte Rolle zugeteilt hat. Und es ist an der Politik und an einer Teilhabe an der Politik für alle, die daran interessiert sind, an diesem Thema, darauf einzuwirken, dass sich das nicht verhärtet à la Sowjetunion, dass sich das nicht verliert wie bei den Förderungen, sondern ist eine politische Aufgabe. Und da es dann wieder gemessen an anderen Industrien dann doch wieder eine recht kleine Industrie ist, also ich sag mal, es sind vielleicht im deutschen Kinofilm, sag ich mal, gibt es vielleicht 100 Kreative. Also es gibt viele Kreative, die dann an den Film mitarbeiten, aber im Kern wird er von 100, 150 Leuten sozusagen geprägt, wenn man jetzt an die Urheber denkt. Im Fernsehen sind es inzwischen vielleicht 30, 40 Leute, die die Macht haben, die dort vorgeben, wie es mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk weitergeht. Aber es ist an der Politik. Aber wie kann das sein? Ist das so hierarchisch? Das ist so. Dass nur 30, ich meine. Also es gibt die ARD, es gibt die Koordination der ARD und du kannst jeden Redakteur fragen. Vor 20, 30 Jahren, als wir angefangen haben, ist ein Redakteur zu einem Autor gegangen, hat sich ein Drehbuch angeguckt und hat gesagt, das machen wir. Dann hat er es noch vielleicht in seiner Redaktionskonferenz verteidigen müssen, aber er war nicht mehr verpflichtet, das ihm die Gremien zu geben, damit irgendwie 2, 3 Hierarchiestufen über ihm entschieden wird, ob etwas gemacht wird oder nicht. Seit 20 Jahren erleben wir das. Produzenten in Konkurrenz zueinander beauftragt werden, Stoffe zu entwickeln. Und Redakteure werden in Konkurrenz zueinander. Nein, Produzenten werden von Redakteuren in Konkurrenz beauftragt, bestimmte Sachen zu entwickeln. Aha. Und dann entscheidet man sich auf höherer Ebene dafür, was man macht. Die arbeiten mit verschiedenen Redakteuren dann auch daran. Oder ein Redakteur arbeitet, mit vier Produzenten an einem Sendeplatz, natürlich. All das kann politisch verändert werden, zumindest so, wie es im Moment noch in den Gesetzen und in dem Rundfunkstaatsvertrag steht. Und die Politik ist natürlich schwierig in Deutschland, weil es eine föderale Angelegenheit ist. Das heißt, ein Rundfunkänderungsstaatsvertrag kann nur einstimmig beschlossen werden. Aber da muss man eben daran arbeiten. Und Förderungen sind 100% in der Regel 100%ige Töchter, also Firmen der jeweiligen Länderregierung. Und auch die können natürlich auf den Prüfstand gestellt werden. Auch die können politisch
beeinflusst werden. Es gibt aber so einen Reflex irgendwie, das kommt aus, weiß ich nicht, wo das herkommt, dass man sich mit der Politik irgendwie nicht ins Boot setzen will, dass die Politik nicht in die Kultur oder in die Kunst reinregieren soll. Wenn sie aber schon zu über 50% im Falle des öffentlich-rechtlichen Rundfunks durch ihre Gesetze zu 100% finanziert, ja Entschuldigung, wer soll es dann machen? Wenn es die Politik dann nicht macht, dann überlässt man es den Playern und dann hat man eine Situation, in der man in einer Förderung, wie mir passiert, einen Vorschlag unterbreitet, dass eine Förderung nicht mehr 50% Gremien und 50% automatisch aufgestellt sein soll, sondern man die Forderung erhebt, dass eine Förderung sich stärker automatisieren soll und man kriegt von dem Förderchef die spontane, ehrliche Antwort, aber dann gehen bei mir 20 Arbeitsplätze verloren. Das machen wir nicht, Herr Hagemann. Ich baue jetzt nicht hier ein neues System, entlasse 20 Leute. So, das heißt, diese Sachen werden zum Selbstzweck irgendwann mal. Wenn man sie nicht von außen kontrolliert und beeinflusst, und da muss ich einfach sagen, dann nimmt die Politik ihre Aufgabe nicht ernst. Oder die Branche nimmt ihre Aufgabe nicht ernst, die Politik darauf aufmerksam zu machen, dass das System so einfach nicht mehr funktioniert. Wie steht es mit den realen Zahlen? Das müssen wir ansprechen. Zweitens, würdest du das immer noch für eine sehr sinnvolle Forderung halten, zu sagen, die Sender sollen lieber Kinoproduktionen ankaufen, ein Ankaufsetat von 3%, so wie in Frankreich und so weiter, und auf diese Weise sich aus der Entwicklung der Stoffe eher raushalten? Fangen wir mal so an. Ist das noch eine aktuelle, sinnvolle Forderung, die man ja durchsetzen kann? Also ich bin strikt für eine Nachfragestruktur. Wir haben jetzt eine Angebotsstruktur. Irgendjemand setzt sich hin, irgendjemand schreibt ein Drehbuch und schickt das auf Zufall in ein Gremium und das Gremium guckt dann und sagt, ja, machen wir die 20 Drehbücher. Also ich biete was an und dann entscheiden andere darüber, was gemacht wird. Mhm. In einer Nachfragestruktur gehe ich ins Risiko, indem ich den Film herstelle. Mhm. Wir reden jetzt nicht davon, wie ich den finanziere. Das ist ein Problem, was zu lösen ist natürlich. Und in dem dann entschieden wird, ob der Film eine Verwertung erfährt, ob er eine künstlerische Honorierung erfährt, anhand der Struktur, die es gibt, wo solche Filme gezeigt werden, wo solche Filme ausgewertet werden. Ich glaube sehr fest daran, dass wir alle gehen ins Risiko. Im Moment gehen wir insofern ins Risiko, als dass wir unsere Erwartungen an eine bestimmte Lebenshaltungsminimum, an eine bestimmte Sicherung unserer Existenz komplett abschreiben. Also ist sozusagen das Eintrittsticket in die Kunst, in den Elfenbeinturm, ist, verdienen wirst du hier nichts, aber du darfst Your Label of Love machen. Was verloren geht, ist, dass wir dieses Risiko mit dem, was wir machen, wirklich verbinden. Die Argumentation läuft viel zu häufig, da ich ja schon auf meine Lebensunterhaltung verzichte, muss ich auch die komplette Freiheit haben, zu machen, was ich will. Was dadurch verloren geht, ist das Risiko, in dem Film selber, in meinem Kunstwerk selber zu verankern. Ja, und noch was anderes, weil wenn die Vorstellung von Kunst im Elfenbeinturm, die manche aus der Fernsehbranche auch übersetzen, in das sind Künstler, die wollen sich nur selbst verwirklichen, verkennt ja die Tatsache, dass also eine interessante, auf die Zukunft ausgerichtete Filmproduktion immer künstlerische Elemente und künstlerische Schichten, sagen wir mal so, in allen möglichen Filmen haben muss. Und die sind durchaus nicht geschieden, so wie man damals dachte, so wie E und U. Das ist eigentlich auch, glaube ich, eine ziemlich veraltete Unterscheidung. Also True Blood ist eine Massenserie und nicht nur politisch, sondern künstlerisch manchmal sehr interessant. Völlig in Ordnung. Das heißt, nicht nur das Risiko sollte entsprechend auch in den, sagen wir mal, mehr realitätszugewandten Sachen sein, sondern eigentlich, man darf die Kunst nicht in so eine Nische packen. Ja. Also das ist das Problem mit dieser künstlerischen Trennung. Während ein lebendiges Kino Film ist immer auch ein kollektives Erzählen gewesen, ja, mit B-Pictures und allem, und das ist eine andere Art als bildende Kunst. Ja. Also man da Kunst nennen sollte. Und deswegen kann man nicht in die Galerien fliehen. Man kann jetzt über Amerika so viel schimpfen, wie man will, und über Hollywood so viel schimpfen, wie man will. Wenn ich die Situation der Independent-Produzenten und Independent-Filmemacher in den USA mit denen in Europa vergleiche, besteht der größte Unterschied darin, es gibt keine Förderung. So, das heißt, man muss erstmal sich entscheiden,
für was investiere ich jetzt meine Zeit, mein Geld im nächsten Jahr? Habe ich damit eine Chance, dann eventuell nach Sundance zu kommen oder auf ein anderes gutes Festival, vielleicht ein kleineres Festival, oder auch eine Galerie anzusprechen oder ein Museum anzusprechen, um dann das zu bekommen, was ich berechtigterweise für meine Arbeit, für mein Schaffen bekommen sollte. Und dieser Connex ist einfach in einem System, in dem ja weit über 50% aus der öffentlichen Hand kommt, man einen gewissen Anspruch anmelden kann, bevor man überhaupt einen Film gemacht hat, indem man nämlich so ein Package macht und das einreicht und sagt, ich habe das Recht, jetzt hier auch Filmförderung zu bekommen. Dieses Risiko ist zumindest, sage ich mal, vorsichtig gestört. So, und wenn Produzenten und Urheber nur noch davon leben, dass sie das herstellen, was sie da machen, aber nicht mehr davon profitieren, wenn der Film dann später auch, sag mal, ein größeres Publikum findet. Und das größer bezieht sich ja nicht auf 1 Million Zuschauer. Es kann ja ein Film sein, der für 100.000 Euro gemacht wird und der 50.000 Zuschauer findet und dadurch schon einen Erfolg darstellt. Wenn diese Verbindung unterbrochen ist, und sie ist bei uns unterbrochen, dann ist auch der Dialog mit den Zuschauern unterbrochen. Dann bin ich nämlich im Elfenbeinturm, wo ich Geld dafür kriege, meinen Film herzustellen. Dann ist der Film im Elfenbeinturm, ja. Dann ist der Film, dann ist das Kollektiv im Elfenbeinturm und er wird draußen noch irgendwie verwertet. Aber verrückterweise genau diese Struktur, die du beschreibst, tritt einem dann, wenn man von einer Kunstakademie unterrichtet, immer ganz anders entgegen. Wir sind nicht im Elfenbeinturm, wir sind die Realität. Wir sind die Wirklichkeit, weil wir zahlen mit Lohnsteuer unsere Mitarbeiter. Mhm. Das heißt, und mit dem Grund, mit der Begründung wird gesagt, das ist ein realistisches Filme machen, während das, was wir jetzt diskutieren, eher in Richtung Selbstverwirklichung in der Perspektive dieser Leute tendieren würde. Da stehe ich jetzt auf dem Schlauch, was du meinst. Naja, die würden sagen, das, was du jetzt forderst, ein Risiko zu gehen oder eine Filmproduktion zu machen, die sich gegen das bestehende Fördersystem, gegen diese 50%, gegen die Arbeit der Sender wendet, ist eher nur, das ist ein künstlerischer Filmproduzententraum sozusagen, während diejenigen, die sagen, wir zahlen doch jetzt hier aus diesem System heraus, das ist natürlich eine staatsnahe Veranstaltung, aber da zahlen wir die Lohnsteuer und so weiter und bringen eine gewisse Menge Filme ins Kino, halten das System aufrecht, das ist realistisch. Ich will nur auf diesen Punkt drauf mit diesem Begriff Elfenbeinturm. Ich finde den, ich weiß nicht, das ist dir wahrscheinlich nicht so gesagt worden, weil du Filmproduzent bist, aber mir als Regisseur ist das öfter gesagt worden, dass das Aufrechterhalten des bestehenden Systems, so wie es jetzt ist, Kooperation von Fernsehen und Förderung, dass das was Realistisches ist. Das ist das Richtige. Was ich ja sage, ist genau umgekehrt. Ja. Ich sage ja, diejenigen, die sich im System noch irgendwie gerade behaupten, die leben im Elfenbeinturm. Ja, danke für die Klarstellung. Ja, die leben im Elfenbeinturm, weil sie keinen Dialog mehr mit dem Publikum führen können, weil diejenigen, die Filme machen, sei es im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, werden, die Quote ist keine Kommunikation mit dem Publikum und das Boxoffice ist auch keine Kommunikation mit dem Publikum. Und diese Kommunikation gibt es nicht mehr. Da ich aber nur davon lebe, dass ich die Filme herstelle, habe ich überhaupt keinen Dialog mehr mit den Publikum. Es ist letztendlich egal. Es gibt aber genug rote Teppiche, die die Sender ausrollen können, um sozusagen so eine Art Filmkultur zu simulieren. Das klappt gut. Ja, weil das System sich selber erhält und weil ich letztendlich nur davon lebe, dass ich etwas herstelle, was andere entscheiden. So. Ja. Es ist nicht mehr so, dass ich mich entscheide, einen bestimmten Film zu machen und dann gehe ich mit dem unter oder ich kann weitermachen. Mhm. Das Risiko scheuen die meisten, sondern sie sagen lieber, und da sozusagen fängt die, also es ist eine Selbstzensur und nicht eine Zensur. Mhm. Es ist keine Verbotsstruktur, in der mir die Förderung sagt, das darfst du nicht machen, das darfst du nicht machen. Es ist eine Selbstzensur. Das erstmal anzuerkennen, dass wir in einer Struktur der Selbstzensur leben, wäre der erste Schritt, um da rauszutreten. Und dann lautet die einfache Message, wie mache ich mich in dem jetzt bestehenden System so weit wie möglich unabhängig davon. Muss aber natürlich ganz klar, wenn ich bestimmte Budgets erreichen will, muss ich teilweise das System, die Förderung und so weiter nutzen. Ja. Aber zum Beispiel kommen wir wieder auf die Studenten zurück. Mein Credo gegenüber Studenten ist ganz klar, lernt zwei Berufe an der Uni. Lernt zwei Berufe. Einen, mit dem ihr dann später euer Geld verdient und eure Filme, die ihr machen wollt. Interessant. Also. Macht ihr bitte ohne Fernsehen. Bei mir heißt das, legt euch einen guten Dayjob zu. Ja.
Also das ist, da sind wir, haben wir dieselbe, dieselbe Erfahrung gemacht. Ja. Das ist gut. So, letzte Frage. Ganz kurz. Das kann ich eigentlich nur dich fragen, weil ich, diese Zahlen habe ich auch irgendwann von dir. Wenn man jetzt denkt, ein Teil der Mittel, die öffentlich-rechtlichen Aufträgen gewidmet sind, müssen doch auch in zukunftsfähig wieder eingesetzt werden, dann ist natürlich die Frage der Transparenz dieser Mittel wichtig und da geistern unterschiedliche Szenarien durch die Gegend. Aus der Produzentenallianz, ich glaube von dir, aber auch von anderen, habe ich mal folgendes Szenario gehört. Wir haben ja hier viele Papiere, die alles Mögliche behaupten. Ungefähr 30% für die Altersvorsorge, 30% für über 30% für die Altersvorsorge, 30% für Verwaltungen und so, ein bisschen für Infrastruktur, 12% noch für Produktion, davon nur noch 4% für Produktion außerhalb der Sender, nicht sendereigene, von den 4% aber ein großer Teil an sendereigene Töchter. Das, so habe ich mir das mal, du siehst, ich habe mir das eingeprägt, weil das Horrorzahlen sind. Mhm. Jetzt haben wir hier, die ARD schreibt wieder was ganz anderes, jongliert mit Personalkosten und so weiter hin und her. Ich habe auch mal jemand anders von der Produzentenallianz letztens aus dem Vorstand gefragt, der ist nicht so nicht ganz falsch, aber irgendwie wird es immer angegriffen. Wo kommen diese Zahlen her und wie wahrscheinlich sind die? Also es gibt seit langem die Forderung nach Transparenz. Die Sender verweigern sich dieser Transparenz und geben quasi Zahlen stückchenweise raus. Wenn man sich die Produzentenberichte der einzelnen ARD-Anstalten anguckt, ist die ganze Dogmatik dahinter, die ganze Struktur, in der diese Berichte gemacht werden, komplett unterschiedlich. Ja. Zum Beispiel gibt es Sender, die werfen Sendertöchter nach EU-Richtlinie aus. Das heißt eine Abnahmebeteiligung von 35%. Es gibt andere, die sagen, Sendertöchter sind nur Firmen, die zu 100% den Sendern gehören. Es steht dann aber nur eben Sendertöchter so und so 4%. Mhm. Das heißt, man kann keine generelle Zahl nennen. Man kann aber, sag ich mal, Pi mal Daumen sagen, dass nicht mehr als 20% dieses Geldes, was dort kommt, und das ist jetzt eher dann sozusagen eine etwas bessere Zahl als die, die du nennst, für Produktionen außerhalb der Sender, also nicht Eigenproduktionen, nicht Sendertöchterproduktionen, werden 20% dieses Geldes fließt aus den Sendern raus für alle Bereiche. Also auch an sendereigene Töchter? Also auch nein, eben nicht, oder so. nein, für... In eine unabhängige Branche. In eine unabhängige Branche. Wo auch Anne Will zugehört. Wo wer zugehört? Anne Will. Ja, aber wo dann eben auch Firmen wie Anne Will dazugehört, wo dann auch Reportagen, Dokumentationen von, kleinen. Nein, Sport ist ein eigener Bereich und den kann man in den Transparenzberichten auch ganz gut auslegen. Wenn du sagst, es sind grob 20%, sind aber von diesen 20% eben nur 0,3% des gesamten Etats sind für klassische Kinokoproduktionen. Ja. So, der Rest sind, der größte Teil sind fiktionale Produktionen für den eigenen Bedarf, also Fernsehfilme. Und dann gibt es einen großen Bereich, auch der wird Dokumentation genannt, der vom Alltäglichen an freie Mitarbeiter bis hin zu kleinen Reportagen, 45 Minuten und so weiter geht. Mhm. So, und da sagen die Sender selber, das sind ungefähr 20%, die sie da ausgeben. Das kann man glauben. Diese Sesen Transparenz. Sagt, er glaubt nur noch die Statistik, die er selbst gefälscht hat. Ja, die Transparenz kann man, also wenn auch da, ich komme immer wieder darauf zurück, wenn die Politik nicht mal eine Richtlinie bindend in den Rundfunkänderungsstaatsvertrag reinschreibt, wie solche Transparenzberichte auszusehen haben, wird sich nichts ändern. Wir haben in Skandinavien jede einzelne Sendung, kann dort nachverfolgt werden, wer wie viel Geld dafür gekriegt hat. Es wird einmal im Jahr im Internet eine gigantische Datenmenge veröffentlicht. Man kann jede Sendung wiederfinden, man kann jede Reihe wiederfinden. Man kann daraus dann eben Gruppen bilden. Man sieht ganz klar, was unabhängig ist. Man sieht ganz klar, die deutschen also Sender verschleiern. Wir haben einfach, also das heißt, wir haben im Umgang mit diesen öffentlich-rechtlichen Geldern also zunächst mal wirklich ein Demokratieproblem. Ja, und das ist das Problem der Politik. Die Politik kümmert sich nicht drum oder die Politik mischt sich nicht genug ein. Es ist eine schwere Arbeit, weil öffentlich-rechtliche Sender sind aus historischen Gründen stark geschützt in Deutschland, stärker als anderswo. Mhm. Aber zu sehen, dass sich daraus ein Machtkartell gebildet hat, was die eigenen Pfründe verteidigt, dazu brauche ich, kann ich meinen Sohn nachfragen. Der weiß das schon, der kann das schon sehen.